Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und heute soll es in diesem kurzen Special-Video um den geheimen Zwischenboss in der Zauberpistole meisterlich gehen, dem Mimika-Boss. Um an diesen heranzukommen, benötigen wir aber zuerst einmal einen wandelbaren Schlüssel und diese bekommen wir aus den Mimikern in diesem Dungeon. Mimika sind, wie ihr gesehen habt, falls ihr es nicht kennt, die Monster, die aussehen wie Truhen und wenn man sie versucht zu öffnen, dann greifen sie einen an, wie ihr gerade gesehen habt. Dabei machen sie auch ordentlich Schaden und es gibt über die Karte verteilt mehrere Mimika und mit etwas Glück droppt einer dieser Mimika einen wandelbaren Schlüssel. Diesen hier. Dort seht ihr es, wir hatten Glück, wir haben diesen wandelbaren Schlüssel gleich am Anfang bekommen. Es kann aber auch sein, dass ihr gar keinen bekommt. Wenn wir jetzt diese Voraussetzungen haben, können wir jetzt zum Boss hin. Dafür müssen wir nochmal kurz an Kabal und am Steinauge vorbei. Dahinter befindet sich nämlich die geheime Tür. Wir überspringen mal schnell diese beiden Kämpfe. Die interessieren uns nicht. Uns interessiert das hier. Da laufen wir auf den Endkampf zu, doch nach diesem Sprung drehen wir uns um und sehen diese Wand mit den Augen. Wir hatten im regulären Video hierzu ja auch diese Wand entdeckt und uns gewundert, was wir damit tun müssen. Und hier hinter versteckt sich der geheime Boss. Wichtig hierfür ist, und das sollte ich gleich am Anfang schon mal sagen, ihr habt für diesen Boss normalerweise nur einen Versuch. Bedeutet, wenn ihr diesen Kampf nicht schafft und alle fallt, dann müsst ihr den kompletten Dungeon neu starten, um in diesen Kampf erneut reinzugehen. Es ist nicht wie bei regulären Zwischenbossen oder Bossen, dass ihr diesen einen Kampf immer und immer wieder machen könnt. Einmal tot, Chance vertan. So, wir versuchen dies. Wir kämpfen uns hier erstmal doch durch die geheime Kammer hindurch und fragen uns natürlich neugierig, was wartet denn wohl hier in diesen Gewölben auf uns? Wir haben leider ein bisschen das Problem, dass unsere Gruppe etwas aufgespalten ist, weil nicht jedem klar war, was zu tun ist. Aber das macht nichts. Und jetzt hier hinter diesen eher nervigen Gegnern wartet sie. Die geheime Schatzkammer. So viel Gold, Truhen und eine riesige goldene Rubintruhe. Welche Schätze mögen dort warten, welche magischen Artefakte mögen hier für uns bereitgehalten werden? Gleich werden wir es erfahren. Ist bestimmt was Tolles. Es sind vier Mimika und ein riesiger Mimika. Und das ist der Zwischenboss, der geheime Mimika-Boss, den es zu töten gilt. Und wie ihr seht, macht er enorm viel Schaden. Er hat halt genauso wie normale Mimika seinen Zonensprungangriff, der enorm viel Schaden reißt. Und wir haben das Pech, dass wir davon so gut wie alle gelegt werden, weil unser Tank nicht dabei war. Einer unserer beiden Tanks. Und normalerweise wäre es jetzt der Fall, dass wir sagen müssten, tja, Pech gehabt, wir müssten nochmal rein in den kompletten Dungeon. Denn wir kommen aus der Geheimkammer nicht wieder in die Schatzkammer hinein. Dort ist eine Barriere, die uns davon abhält. Und auch wenn alle tot sind, ist diese Barriere weiterhin da. Also es ist, ihr kommt nicht wieder in diese Zone hinein. Tja, Pech könnte man sagen. Allerdings ist dieser Boss so aggressiv auf uns, dass wir ein bisschen Glück haben. Ein bisschen Glück und Unglück. Denn das, was man von anderen Bossen früher auch schon mal kannte, sie buggen sich ab und an auch einfach mal durch Barrieren hindurch. Und das Glück hatten wir, dass er sich durch die Barriere hindurch gebuggt hat und in den regulären Dungeon uns gefolgt ist. Und solange er ja nicht resettet, das heißt, solange er im Kampf bleibt, wird er auch hier sein und von uns bekämpfbar werden. Das ist natürlich ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage, er ist ganz schön stark, er ist nicht gerade leicht zu bekämpfen, auch in dem Aspekt, dass wir nur diesen einen Versuch haben. Lohnt es sich denn? Lohnt es sich, diesen Kampf zu machen? Also man muss ja sagen, dass Neverwinter bzw. Cryptic die Mimika an sich überarbeitet hat vor einiger Zeit, sodass sie jetzt ein bisschen besseres Loot droppen. Das ist aber vorrangig trotzdem einfach nur, wie man hier sieht, blaues Equipment, Level 70, was nicht verwertbar ist, also keine Astraldiamanten liefert, sondern nur zum Veredeln von Ausrüstung ist. Kann man also sehen, wie man möchte. Was ist mit diesem Boss? Dieser Boss droppt jetzt auch, meines Wissens nach, nicht das super Nonplusultra 1000 Gearscore-Equip, womit man die nächsten Jahre
ausgesorgt hat. Aber er droppt schon das ein oder andere Item, das nur er droppen kann und die auch ganz nützlich sind. Vielleicht gibt es auch Items, die ich nicht kenne. Falls das so ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr sowas schon mal gesehen habt, falls ihr den schon mal selbst gelaufen habt und plötzlich da das Super-Equip hattet. Aber wir schaffen hier mit der Möglichkeit, immer wieder in den Kampf reinzuspawnen, ohne Probleme diesen Kampf, kriegen ein Achievement für den, ja, für diesen Boss. Und wir haben natürlich auch Loot bekommen. Und das ist nicht irgendein Loot, sondern es ist eigentlich ein ganz lustiges Loot, denn neben normalem Level 70 Blau-Equipment haben wir auch noch einen Umhang der schwächeren Vergeisterung oder Vergeistigung bekommen, womit wir aus der Sicht verschwinden. Also ich persönlich habe es jetzt nicht bekommen, sondern Mutzel hat es aufgesammelt, beziehungsweise per random zugelost bekommen. Aber er zeigt uns das natürlich, wie das aussieht, wenn man das trägt. Wenn er das anzieht, dann ist er transparent. So einen blauen, schwarzen Schimmer. Und ist halt deutlich schwerer zu sehen. Ist allerdings, glaube ich, auch eher so ein kleiner Gag als wirklich nützlich. Dies ist eher der geheime Boss, der Mimika-Boss. Er ist ganz schön schwer zu besiegen, auf jeden Fall. Ob es sich lohnt, mag jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall ist das eine unglaublich lustige und niedliche Idee von Cryptic. Die Belohnungen, naja, wiegen auf jeden Fall nicht in Werten die Anforderungen auf. Aber darum geht es ja auch nicht immer, oder? Es geht ja immer auch einfach um den Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.